Super schönen guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder beim Yu-Gi-Oh! Buchstaben Battle. Ja! Und jetzt battlen wir uns um Buchstaben. Das ist der Plan. Wer will seinen ersten Buchstaben denn gerne haben? Ich. Okay, Nico. Wer zuerst ich schreit. Nico, ich bekommt das, H. das B. Also hat schon mal nicht wie B. Ja, ich hab das B. Verdammt, wie B. Ja, das hat das er B. bekommen können. Du bist so screwed einfach, du bist so screwed. Nein, B, nicht P. Nein. Aber auf der Seite ist es schade. Ich will das P nicht. Du kriegst das B, aber deswegen bist du jetzt auch da, Christian. Du, komm schon, du kriegst jetzt das P. Ich geb's bitte, dir. Bitte gib Christian das P. Er bekommt das T. Ah. Die Tante Emma laden. Was krieg ich? T. T. Töpf. Die Tante. Tüte. Die Töpfchen. Oh ja, das ist auch gut. Jetzt will ich. Gibt's noch ein bisschen was, oder? Ich will. Na, wow, drei Sachen. Ich kriege das Z. Zeitdieb. Ja, Mann. Sehr cool. Die hier sind richtig cool. Das ist das Einzige, was noch bei Z da ist. Okay, Schatz, du bist da. Ja. Ich möchte bitte das H, danke. Du bekommst das Natriumchlorid, N. Aber ich wollte das H. Gut, kannst du noch mal Nixo-Rüstung spielen? Ja, unbedingt. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Oh, richtig Necros viel. Ist da. Oh. Weißt du was, ich krieg N und D, dann nehme ich Nixo-Rüstung DDD. Nico, du bist dran? Ja. Du bekommst das... Fast das I ist aber das K. Oh. Ich mach bildende Kunst anscheinend. Das K ist cool. Ja, jetzt kriegst Bildungsauftrag du schon. Er verdient das P, weil er es nicht will. Ja, das ist ich hatte schon zweimal. Oh, er hat das S. S hat so viel ja! Auswahl. T oder S? Z. 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 Teamspeak. Okay, jetzt bin ich dran. Geil, Mann. Puh. Was krieg ich für das? Die Auslosungen sind mir das Schlimmste. Och nö, nö, nicht das W. Oh, bei W ist noch kacke da, glaube ich. Das Volkian. Ja, aber Volkian ist, obwohl in dem Format ist Volkian wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Ah. Ich dachte, du magst Volkian. Oh, Katze. Ja, aber es ist halt leider nicht mehr so gut. War das erste Deck, was ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe, jemals. Ich weiß, ich mag es auch, ich mag das Deck auch immer noch, aber es ist leider vergleichsweise nicht mehr so gut. Und du bekommst deinen letzten Buchstaben jetzt. Ja. Und du bekommst das... D wie DDD! Das sag ich doch! Als ob! Du kannst DDD nächste Rüstung spielen, wenn du willst. Nächste Rüstung DDD incoming, würde ich sagen. Jawohl. Ja, dann sehen wir uns gleich beim Kampf. Ja. Let's the duel begin! Es ist für DDD. So, Master Rule 5. Claro. Ja! Müssen wir jetzt alle Ja sagen? Wir müssen jetzt alle Ja sagen, ja. Also, das ist aber nicht selbstbestimmt. So, brauchst du Link? Zerstörungs. Nee, Buster Blader. Nice. Komm schon, mach den Lock. Mach den Lock! Ja, das ist mein Ding ist darauf aufgebaut. Mehr kann es nicht. Du kleiner Arsch! warte. Ich kann dir da nicht helfen, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ein Lock existiert, der nicht schön ist. Ja, ich auch. Für die Gegner. Okay, ich hab den Lock wieder gefunden. Nico muss erstmal leiser gemacht werden wieder. Nico, du bist schon wieder so laut. Ich bin wieder laut. Christron. Ja. Christronischer Buster. Okay. What? Ich habe eben noch keinen coolen Namen überlegt, stimmt. Dann wird's aber höchste Hui. Zeit. Ich dachte, das wäre sowas wie Christron Blader. Christron Blader. Christronischer Bastard. Aua. Es klingt immer so wie Bastard, wenn er es sagt. Ja, ich glaube, ich sag auch Bastard. Ach so. Das hat er auch gesagt, ja. Weil es ein Deck ein Bastard-Deck ist. Oder wie Yannick sagen würde, Booster klingen Kämpfer. Ja, der sagt halt wirklich Booster. Nein, Booster Lock? Achso, okay. Der kommt erst jetzt. Der kommt jetzt mit der Karte. Wieso? Achso, vielleicht, du könntest mir doch vielleicht Link machen. Ich hab keinen Link. Achso. Oh mein Gott, ich hab glaub einen Fehler gemacht in dem Block. Yes, er hat Fehler gemacht, finde ich gut. Tja, nein! Ha! Nico, du Noob! Das, okay. Das N oder? In Nico steht für Noob. Nee, es geht schon, oder? Alle meine Monster werden jetzt zu Drachen, das heißt... Ah, nee, geht nicht. Das heißt, was passiert jetzt? Nein. Es ist noch kein Lock, ich hab vergessen, dass der Drache im Friedhof sein muss, weil dann hätte ich noch all deine Monster Verteidigungsmodus machen können. Aber Drachen sind doch cool. Okay. Bennett raubt die Zeit und du kannst es dann nochmal probieren. Ich raub hier die Zeit.
nicht meine Zeit. Bennett hat dir die Zeit geraubt, deswegen hast du es verkackt. Du hast ich habe keine Zeit zum Überlegen. Ich glaube, ich komme nicht auf den Zielmonster. Weil er die Zeit ja auch genommen hat. Ah. Du schaffst es nicht, zwei Stufe 4 raus zu nehmen. Nein, schaffe ich nicht. Außer, warte mal. Oh, yes, das funktioniert. Okay. Ja, Mann. Summon Cloud. Oh Gott, mein Deck heißt Wolkendieb. Oh, das ist cool, das ist cool. Let's go. Schleierwolke. Ich brauch dich. Ja, die Schleierwolke. Also, leider keine Marken. Jetzt mal. Niedlich aussehen. Oh, weiter. Das ist nicht, ich glaub's nicht. Ah, jetzt kriegt das sogar doch. Tja, welche Karte will ich denn jetzt haben? Search. Ich denke, ich will die da. Den Negate. Nein! Doch. Das soll der Scheiß. Oh, und jetzt! Xyz Beschwörung! Ich pack den mal dahin. Okay. Hallo da. Egal, so. Wo der hat doch die gleiche. Also, wichtig ist, ich kann den Effekt aktivieren, dann kann ich den Effekt aktivieren, je nachdem welches Material ich abhänge. Und wenn du ein Monster abhängst, dann verbannt er sich bis zur Endphase. Deswegen, ja. Bei der Zauberkarte dürfen wir eine Karte ziehen und bei einer Fallenkarte können wir eine Karte von ihm aufs Deck legen. Ja, ich kenne die Karte. Eine Falle braucht die für mich nicht. Was kannst du? Warum hast du jetzt eigentlich das Christron-Synchron-Viech gemacht? Weil ich damit weiter synchronisieren kann. Okay, dann lassen wir das. Wann? Oh, was kannst du? Den gegnerischen Zug. Der ist jetzt. Los! Ja, das bringt doch jetzt auf nichts. Vor allem, das, worauf ich gerade raus will, kriege ich nicht hin. Cool. Stark. So, der ist jetzt. Ah, oh, der kommt über deinen Drachen! Oh, sehr gut. Easy. Ich will nicht direkt angreifen, ich will nur deinen Drachen angreifen. Das willst du das? Ja, will ich. Direkt angreifen. Kann ich machen, aber ich will den Drachen weghaben. Also ich hätte direkt angreifen. Nee, ich habe keinen Bock auf einen Lock. Na gut. Aber der Lock wäre eh in der Endphase weggegangen automatisch. Also. Endphase. Ich glaube nicht, dass ich was hinkriegen werde. Effekt! Be honest. Bin schon sehr gespannt, was du spielst. Ich hätte gerne, sehr werden wir gleich sehen, was das ist. Ich guck jetzt nach. Gönn dir ein Monster. Guck nach, was ist das? Es ist, ein Gerüppel-Synchronisierer. Oh mein Gott, mein Synchronex. Nein. Alter, du hast Synchron. Ja. Also alle Synchron-Empfänger und Synchron, die was mit Synchron-Synchron-Monster sind. Ja. Okay. Da bin ich ja gespannt. Ich hab übrigens zwei Empfänger draußen, das hilft dir, oder? Ja, Empfänger habe ich genug. Mann, warum muss das Monster sein? Ha! Oh mein Gott! Die will ich nicht. Geh weg. Die ist super. Ach klar, hier ist Material. Geil, jetzt kann ich eine Karte ziehen. Im besten Fall. Gönn dir. Ja, ist die Frage, ob ich das will. Ich jetzt aber Karte sogar im echten Christron-Deck von mir. Ja, ich weiß. Ach, ich warte lieber erstmal. Ist da ganz nice drin. Vielleicht bekommst du ihn ja nicht weg, dann kann ich immer noch eine Karte ziehen. So. Ja. Ich bin gerade. Ich freue mich gerade total darauf, dass ich gleich dran bin. Warum? Ich bin schon sehr gespannt, was du spielst. Ich auch. Was? Du auch. Ich wäre auch gespannt, was ich selber spielen würde. Tja, Nico, der ist immer so aufregend, wenn man sein Deck dann sieht und sich so denkt: Wow, das spiele ich. Das habe ich erstellt, was für eine Scheiße. Wäre schon krass genug, dass ich die Wolkia-Karte für Xyz Play benutzt habe. Ich bin voll stolz auf mich. Hm. Sind alle stolz auf dich. Danke. Mann, was nach ist das? Nach der Aufnahme kriegst du einen Keks. Oh ja, ich möchte auch einen Keks. Aber Bennett ist stolz auf sich selber. Ich bin schon mehr einen halben Keks. Ja. Achso. TG. Das ist nicht die Antwort auf meine Keksfrage. TG. Kriegst du einen Keks? Keine Ahnung. Also TG synchron. Nein! Wieso speziell? Weil wir den jetzt haben. Aber der ist nicht mein Gut. Und wie heißt dein Deck? Brauch ein Deck kein Empfänger. Tech-Synchron? Keine Ahnung. Wow. Synchri. Synchri. Oh, der Junkspeeder könnte ziemlich eklig werden. Vor allem, weil du hast ja nur Synchron-Monster im Deck. Oh, shit. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich das nicht verkacke. Das. Oh, du hättest ihn in die Extrazone packen sollen, da hättest du drei beschwören können. Oh fuck.
Schon verkackt. Ja. So. Müsst du einen Needle-Fiber eigentlich in der nächsten Runde haben? Das wär's. Oh, stimmt, ihr habt ja Zugriff auf Needle-Fiber. Ach du Scheiße. Ihr habt ihr krasses Synchro-Deck hier. Ah ja. Master of Five. Ja, ihr habt aber vier Synchro-Decks zusammen. Ja. Weil ja, das ist irgendwie schon ziemlich cool. Das hat was. Hm. Schatz, ich hoffe, du hast zwei Xyz-Decks, das wäre fantastisch. Keine Angst, ich krieg das hin. Du bist sehr leise gerade. Das war auch gerade sehr leise gesagt. Ach so. Was? Aber bei Christian ist eh gleich die Zeit vorbei, also ist egal. Warum kann ich jetzt nichts machen? Oh, stimmt, deine Zeit läuft bald ab, Mann. Warum kann ich nicht? Es sind alles Empfänge bis auf ein Monster. Ja, Chunkspeed aber nicht. Er merkt es wohl. Ja, du kommst nicht rüber, mein Lieber. Ja, Mainphase 2, das heißt Bam. Ich hänge eine Zauberkarte ab. Alter. Was steht weg da? Weg damit. Was, ein Tuner plus ein Non-Tuner Synchro-Monster. Das ist der Chunkspeeder. Was? Nein, ich will nur die. Ey, ich kann die Karte ziehen. Haha. Deine Zeit! Hä? Christian! Mann, der hat doch schon, lass mich doch! Wenn du den Kack noch machen musst. Jetzt aktiviere den Effekt, dass du ein Material dranhängst, bitte, okay? Okay. Also nicht den Verbandeffekt, den Materialeffekt. Ja, aktiviert, attach the top card of your opponent's deck. Genau. Ey, aber wir haben Monster. Anderen Effekt nicht, ne? Ne, den anderen Effekt nicht. Okay. Noch mal Monster! Ne, sein Effekt aktivierst du einfach gar nicht. Das kann sich nur verbannen. Synchron Carrier, die kenne ich gar nicht. Also doch, also. DD. Ja, natürlich. Wenn schon, denn schon. 20 Karten DD. Warte, haben wir gesagt DD und DDD ist das gleiche? Ja, ja, genau. D slash D und D Punkt D ist ja was anderes. Ja. Als ob sie wirklich DDD genommen hat. DDD, was unterschiedliches wäre. Oh, es wäre interessant. Ich kapier nicht, warum ich nichts machen kann. Das weiß ich aber auch nicht. Vielleicht bist du bei irgendeiner Karte auf, irgendwas gelockt oder so? Der Chunkspeed sagt, ich habe nur noch Synchro-Monster holen. Ich konnte einfach nicht den großen holen. Komm, jetzt kannst du alles anwenden, was du im SDD gelernt hat. Richtig. Pendelmonster und anderer Shit. Oh Gott, das ist so witzig. Ich bin sehr begeistert. Ich auch, das ist schon witzig. Sie ist freiwillig spielt. Ich spiele freiwillig DDD. Ist ein cooles Deck. Wenn man es kann. Richtig, was ich natürlich tue. And show me what you can do. Oh mein Gott, der Turia! Oh Gott. Oh bitte, natürlich. Ich hoffe, du kriegst die Bambussprosse raus. Das wäre so super. So, warte, welche Karte musst du nochmal am Friedhof? Eigentlich gar keine. Der Effekt ist nur dafür da, dass du dann zwei ins Deck mischen kannst, um eine Karte zu ziehen. Also so einen richtigen Friedhofseffekt hat, also von den Naturias, die man spielt, keiner. Aber die man nicht spielt, holy fucking. Ich kenne nicht alle Naturia-Effekte, aber ich habe das Deck ja halt echt und dann gehe ich mal in die Battleface. Was, kein Link-Monster? Okay. Nein, ich habe kein Link-Monster. Aber wieso? Der ist doch draußen. Nein, das ist... Ich bin mir nicht sicher. Doch, der ist draußen. Der kam mit Dual Overload. Dann, weil ich andere... Also ich habe halt so viele extra Deckmonster und ich musste ja die Naturia-Monster auch noch mit reinkriegen. Von Naturia brauchst du nur den 5er, den 6er und die anderen kannst du eh nicht beschwören. Außer du hast Poli reingetan, was ich nicht glaube. Nein. Ich beschwöre dir ja immer mit der Erde-Hex versiegelten Fusion. So braucht man nur ein Synchro-Monster. Easy Taktik. Ja. Was, warum nicht auf den großen, auf den Quandax? Ich hatte Angst, dass er irgendwas tut. Nein, der tut nix, der kann nix. Der will nur spielen. Der kann sich nur wegsynchronisieren in unserem Zug. Ja, was ich auch immer nicht konnte. Jetzt hängst du wieder mit Material dran. Ja. Das ist halt echt eine coole Karte. Was kann ich hier im Friedhof machen? Ah, jetzt ist hier mein Drache im Friedhof, okay.
Jetzt kann ich die zweite Hälfte vorbei im Lockdown machen. Cool. Ich dachte mir so, wenn ich schon mal DDD spielen musste, dann kann ich es jetzt auch doch mal. Finde ich schön. Doch mal spielen, wenn ich jetzt schon die Karten schon kenne, ist okay. Dann mache ich das eben. Na komm, Nico, mach was. Achso, ich habe doch auf dein gedrückt. Ja, da musst du. Achso. Schon wieder ein Monster, was soll das denn? Warum kriegen wir denn nicht nur Monster? Ach, das ich wollen würde. Und toll. Toll, jetzt können wir ihn nur verbannen, Mann. Egal, im Notfall haben wir immerhin Schutz für ihn. Wir haben einfach eine DD-Karte, eine Zeitteam-Karte und eine Volkia-Zauberkarte auf dem Feld. Und eine Naturia-Karte. Jetzt rufst du Hamon. Ja, ich meine jetzt die Zauberkarten so. Ja, Hamon, stimmt, Hamon wäre jetzt geil. Ich hätte mir doch den Special-Buchstaben Special machen sollen. Da kommen dann diese ganzen Deckthemen rein, die keinen richtigen Namen haben, wie Züge und Götter und das ganze Zeug. Das wäre cool. Komm schon, Nico. Warte. Vom Deck auf dem Friedhof. Nee, das bringt mir nichts. Ich könnte den Bastard Dragon als normales Synchro-Beschwörung gerade machen. Cool. Auch cool, denke ich. Needlefiber, no! Heikülfibrax, stimmt, so heißt der ja jetzt. Keine Ahnung, wie wir aussprechen sollen. Nudelfieber. Alles Wort für Coronavirus. Nudelfieber. Oh Mann, der war eigentlich kein. Alle haben das Nudelfieber. Süß. Er ist wieder da. Ist das nicht ein Film? Ja. Problem damit? Nein, das natürlich nicht. Natürlich nicht. Du darfst übrigens meine kleine Marone auch benutzen. Sie ist leider nicht Rang 4, Level 4, das macht es mir ein bisschen schwer, sie zu benutzen. Kann ja sein, dass du eine Synchro-Verschwörung machen möchtest. Also wenn es Volkia Synchro-Monster gäbe, wäre ich dem nicht abgeneigt, aber leider nicht. Meine beiden Xyz sind leider beide Level 4. Ich hatte tatsächlich über Weltvermächtnis nachgedacht, aber die Karten haben irgendwie alle nicht reingepasst so richtig. Ich wollte sie doch auch nur anbieten. Alles gut. Ich habe Volkia auch hauptsächlich genommen, weil es Level 4er sind und die sich specialen können. Ja, guck mal, jetzt sind zwei von deinen Decks hier auf dem Feld. Stimmt, Naturia und Volkia. Und eins von Yannick. Und eins von Nico. Hallo. Ne, zwei von Yannick. Stimmt, zwei. DD und Buster Blader. Oh, was kommt jetzt? Aber ich habe übrigens nur DD-Karten, so hauptsächlich. Also die Events? Nein. Ja gut, du hättest DD und DDD nehmen können, ja. Also. Bam, machen. Also, alle Spitze habe ich vorne nehmen. Haha, die Marone bleibt standhaft. Ja, die kleine Marone lässt sich nicht mit sich machen. Aber sie ist so niedlich, guck sie dir an. Kannst du ihr wirklich wehtun? Ja, ich muss das eh nicht machen. Okay. Geht auf Nikos Kappe. Also schon wieder. Wenn er unseren Zeittyp angreift, dann verbann ihn bitte. Nico, du wirst also schon wieder kleine Marone. Shit. Ja. Change all Dragon Monster Sequences. Oh mein Gott, ich kann eine Karte aktivieren. Ja, die Biro. Die Biru! Oh ja, die Kosmorübe! Nein, weil ich genormelt hab! Ich soll nicht mehr sammeln in meinem Deck. Ist ja egal. Da ist er! Aber warum ein Angriff? Jude, du musst loswerden. Warte. Hab ich's geschafft? Warte, wie krieg ich den? Pass auch auf die Zeit auf. Deine Zeit, Nico. Deine Zeit. Nico, deine Zeit ist langsam am Ablaufen. Alles gut. No! Nice. Ich hab den Lockdown. Alter, das kann doch nicht sein. Da bleibt noch 7000. Ich hab doch gesagt, du sollst die Zeitteam früher aktivieren. Ich konnte ihn noch nicht aktivieren. Wäre doch auch egal gewesen. Boom! Ja, schneller anketten. Warte, Piercing Damage! Annulliert. Der Piercing Damage. Geil. What the fuck, warum? Oh, weil der Piercing Damage. Holy shit, aber er wird immer schwächer. Ja. Ja, war trotzdem krass. Gut gemacht. Danke. Aber das heißt, alle unsere Monster werden zu Drachen und alle Drachen werden in Def gedreht und haben keine Effekte mehr. Richtig. Ja, gut erkannt. Warte, was kann ich hier machen? Und jetzt kannst du halt den Effekt nicht mehr negieren.
kriegst du. Da kann mein Hector nicht was gegen tun. Oh mein Gott, warte, was ich auch noch machen kann. Ich kann ihn mit ihm auswählen. Komm, nichts mehr vom Extra-Deck. Dann ist euer Extra-Deck jetzt auch tot. Also, ich wüsste, du mich verarschen. Was? Gar nicht okay. Was? Darf ich, wenn wir später nochmal spielen, bitte nicht gegen Nico spielen? Er kann nicht durch Kampf. Was? Ach fuck, das ist ja ein Volkian-Monster, darf ja nicht in Death leben. Da war ja was. Oh nein. Ja, aber der hat Piercing-Damage, was soll ich denn machen? Ich bekomme, ich drehe den Angriff und der mit Death geht drin. Guck mal, ich krieg das. Los! Oh nein! Das ist halt Bullshit! Ja, wir haben verloren. Okay, ja, wir machen. Der Lockdown ist zu krass. Der ist richtig nice. Holy shit. Ich habe mich so auf Zeit-Team-Action gefreut. Ja? Ja, ich habe mich auch gefreut. Okay, das ist cool. Ich darf's beenden. Ich will auch noch was cool, denke ich. Oh, es ist nice, dass es irgendwie geklappt hat oder so. Puh. Jo. Ich hab keinen Platz auf dem Feld, also gar keinen Platz einfach. Diese beiden Synchro-Spam-Decks, was zum Teufel. Meins ist auch ein Synchro-Deck. Ja, aber es spammt leider nicht so viel. Ich hab keinen Platz auf dem Feld. Egal. Also wir benutzen die Extra-Zone halt einfach nicht mehr jetzt. Nee. Hat der immer noch Piercing Damage? Ja, hat er, der hat das für immer. Ne, es ist verloren gegangen. Das ist ein Problem. Du musst mit dem als erstes. Nein, wieso greifst du? Du verlierst tausend ATK für jedes, mit dem du jedes Boss, was zerstört wird. Oh, jetzt ist ein Bastardrache in Angriff. Scheiße. Wir haben eine Chance. Wie willst du angreifen, wenn alles im Verteidigungsmodus ist? Und wenn ihr tot seid, vor allem. Ja, du hast recht. okay, cool. Wird sein, er schreit nach einer Revanche. Revanche, ja, auf jeden Revanche. Fall. Revanche. Fang an. Ja, first, versuch was machen, ne? Natürlich zieh ich nicht das Time-Sieg-Monster, was ich haben will. Werf deine Handtraps ab. Negier alles von denen. Auf geht's. Ja, ich kann den hier spielen. Von mir was suchen. Nice. Aber die Karten, die ich mir suchen kann, bringen mir. Also, ja, der hätte mir. Ja. Ich hebe ihn mir aber auch für später. Ach, der. Ja, den hätte ich gern First Turn gehabt, ja, aber so kann ich leider nur das machen. 1-8 Beatstick. Ach, jetzt kommt die Mastery 5, okay. Ja, ich hatte die Karte auf der Starthand. Mann, hättest du aber was vorhin gesagt, dann hätte ich jetzt Plays gemacht. Ja. Los, Nico, mach Sachen. Wenn er nicht das passt, okay. Der Viech in den Start hat. Oh. Hi. Wenn er den Lockdown aufbaut, surrender ich. Aber der Lockdown ist nur für eine Runde, das ist ja das Problem. Wieso ist der nur für eine Runde? Das ist doch ein bisschen krass, wer? Das war doch eben die ganze Zeit. Ja, weil ich es normal beschworen habe. Ja. Achso. Jetzt hast du es auch normal beschworen. Als normale Synchro-Beschwörung, normale Fusionsbeschwörung, nicht ach durch so. Extra Effekte. Achso. Also ihr wisst ja noch gar nicht, wie mein Deck heißt. Naja, stimmt, wie heißt das? Natürlich DDD. Natürlich. Natürlich. Duria. Achso. Es ist witzig. Ich mag meinen Wolkendieb aber auch. Ich werde jetzt so richtig krassen DDD-Spielerin. Okay. Das wäre nice. Das ist ein cooles Combo-Deck. Machst du viele Leute platt, wenn du es kannst. Ja, das kann ich doch schon. Oh, come on. Ah, das war's. Ist ja nix. Irgendwer hat das Handy schon wieder zu nah an Nico. Das habe ich aber auch gehört. Nico? Nein. Nicht mehr. Handy ist fuck, ich hab dich auf immer an Ketten gedrückt. Ja, hier ist doch ein. Kack, nu. Fuck. Okay, benutze meinen Time-Sieve gern für irgendwelches Synchro-Zeug, was auch immer du machen willst. Nico, lass mich was Cooles machen. Wieso kann ich das gerade nicht aktivieren? Ah, jetzt. Viele Effekte, die einfach mit Synchro-Monstern gibt, so.
du auf den Friedhof kommst, einmal... Nicht der Prolog. Du und einmal du. Und das zählt jetzt nur für eine Runde. Der ist jetzt nur für eine Runde da. Und dass alle jetzt, so dadurch, Drachen sind. Dass der auf den Friedhof gekommen ist, kann ich jetzt mein Fusionsmonster noch specialen. Nämlich die zwei verbanne. Ich glaube, Nico sollte bei dem Format nicht mehr mitmachen, der ist immer zu OP. Nico, dann grenzt dich jetzt aus. Okay. Jetzt überlege ich gerade. Bei dir gibt's nichts mehr zu überlegen, du bist ausgegrenzt, das ist egal. Und verschwindet der nach der Runde oder warum hört das gleich auf? Der Synchromonster verschwindet. Ah, okay. 3, 5, 4. Oh mein Gott, das ist Mathe. 4 plus. Nee. Ah ja, ich kann die beiden Monster schützen vor Karteneffekt. Ah ne, bist du Endphase meiner Endphase. Also bist du. Bist du Endphase VPN. Von deiner Endphase? Bist du Wiebke Endphase? Bist du Wiebke Endphase? Das ist auch mein liebster Endphase. Ja. Mann, Nico lässt uns gar nicht richtig spielen. Nö. Nö. Der Wald? Ja, das ist lustiger. Ja, weil ich mir dachte, wenn man was negatet, weiß, dass man die eigentlich nicht spielt. Kommt drauf an, wie du Naturia spielst. Wenn du Negation Naturia spielst, dann... Ist ja voll nice. Du musst es ja nicht mit Naturia-Karten annullieren. Einfach wenn du ein Permanent-Zerlinus machst, darfst du suchen. Ja, aber halt ein Naturia-Monster. Das ja, aber dann man darf sich was specialen, man darf es auf die Hand nehmen. Man kann dich ja trotzdem über was suchen, darum habe ich es. Das ist nicht Wands, bitte. Aber dafür ist es nicht Wands, bitte, ja? Ja, das ist wahr. Will ich Dirk. Hab ich mal Bock drauf. Was? Kannst du übrigens auch mal einen Buster Drake nutzen für Rang. Also Synchro-Monster für Rang 8 Exis irgendwann. Fusion hätte ich gern draußen. Okay. Wir haben eine Pendelzone. Dass du ja wieder so schnell geht, bin ich mit Nico nice. Im Team. Mann, oder Brick da bestimmt. Ja, klar. Ich könnte nur einen... Warte, welcher ist denn hier? Ach, du bist ein Tuner. Was, ein Tuner? Tuner, Synchromonster? Nein, ich meine... Warte mal, mit wem kann ich dich denn machen? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann deinen... Mach es, mach es! Also, Citric yeah. kannst du wegmachen. Ich kann auch, kann ich deinen Buster Dragon und deinen Crystron wegmachen? Ja, solange der Swordman nicht draußen. Ja, warte, da muss ich zählen. Das ist 10. Sind beide Stufe 8. 8. Du bist 2. Okay, dann ist egal. Hoffe ich. Ja, ist egal. Spring ich schon mal meine Kuh. Wenn du es verkackst. Oh, okay. Okay. Gott. Ah. 3000 ATK, wenn noch mal DDDs da sind, okay. Executive Alexander. Deine Zeit läuft bald ab, ne? Ich hab meine Zeit voll im Griff. Das ist sie, oder nicht ihr, er. Ihr. Ich sehe sie dran. Denk dran, durchdringender Kampfschaden. Ja, ja. Ja. Dann hat sie nicht dran gedacht, er hätte sie lieber den 1000 angreifen sollen. Nee, weil jetzt kannst du mit dem 1500er den 1000er angreifen. Und dann mit 3000 direkt. Ja. Dann halt so. Ich krieg das nicht hin, die großen Dinger loszuwerden, ne? Ja, der ist wieder Effekte. Wieder... Ich meine, ich habe jetzt nicht die besten Zauberfallenkarten in dem Deck hier. Ach ja, übrigens, die Fallenkarte Friedhof schützt vor Zerstörung für die Runde. Okay. Cool. Kampf- oder Karteneffekt Zerstörung. Halbquifax kannst du die gerne auch aktivieren. Ich will. Wenn das hier irgendwas bringt. Oh ja, dich. Also, Nidalee. Mach's einfach, weil ich kann den einfach wiederholen mit meinem Deck. Also den auf dem Friedhof. Wie meinst du? Das Needle Fiber kannst du gerne aktivieren, falls du willst.
Ja, will ich. Bei mir bringt er nichts. Hacken wir mal ein bisschen. So, was kann denn das andere Synchro-Exis-Monster? Ich würde gerne an dich glauben, aber... Ja. Das andere Exis finde ich ist nicht wirklich besser. Ja, ich nehme jetzt, ich nehme den Dieb. In die Zone. Das war jetzt dumm von mir, egal. Ich mag mein DDD-Viech. Holen. Yay, häng noch mal ein Monster ran. Warte, nee. Tschüss, ist an. Genau, den will ich nämlich im Friedhof haben. Wäre cool, wenn wir irgendwie eine Falle da dran kriegen würden. Ja, es wäre fantastisch, aber ich weiß nicht, ob ich das gerade hinkriege. Wir sind doch aber im schönen Naturia-Wald. Ah, ich hätte das früher aktivieren sollen, hätte er mehr ATK gehabt. Fuck. Dann wäre ich über ihr den Destroyer gekommen. Mist. Ach. Mein Fehler. Immerhin komme ich über den Needle Fiber. Ja, der taggt halt aus, also. Außer sie kann das nicht, würde er nicht. Richtig. Das liegt bestimmt Naturia Felsen, da gehe ich drauf ein. Aber ich greife trotzdem mal an. Ah, ärgerlich, dass ich den Effekt nicht früher aktiviert habe. Eine Rosenpeitsche, okay, ja, das ist auch gut. Lol. Ja gut, dann Endphase. Weil der hat mal alle so richtig ekelhafte Effekte eigentlich. Das hat die Naturia-Viecher. Ja, das wird nicht so Theorie. Danke, Wie. Ja, musst du. Perfekt. Ich hab jetzt eine Karte. Gib uns eine Falle, verdammt nochmal. Ich will eine Falle. Oder willst du eine Zauberkarte? Ja, die Falle hätte ich gerne. Komm schon. Was? Achso. Was? Hä? Den Effekt wollte ich nicht aktivieren. Ich durfte gar nicht aussuchen, welchen Effekt ich aktiviere. Du hattest ja auch noch keine Karte drin. Ja klar, er hatte eine Karte dran. Ja, Monster, deswegen ist er auch verbannt. Nein, ich wollte den Stand-by-Face-Effekt. Ich konnte mir nicht aussuchen, welchen Effekt ich aktivieren will. Das ist jetzt komisch. Das ist sehr seltsam. Ich wollte eigentlich einfach nur... Außerdem... Habe ich den ja jetzt. Ich stehe jetzt auch nicht ganz. Wieso machen wir eigentlich so viel in der Stand-by-Face? Ich kann den tributieren, dann kriegen wir keinen Kampfschaden mehr. Please stand by. Es ärgert mich jetzt gerade, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Tja. Nico, jetzt lass den anderen auch mal spielen. Ist halt echt so, Nico macht hier einfach alles. Ah, wir haben eine Fettel. Mit dem SCD hat er keinen Bock, mal vernünftig was zu machen. Oh. Ansage. Warte, 4 plus 3 sind 7. Da fehlen mir doch nur noch 2 Stufen. Und dann kann ich eins meiner Bossmonster machen. Das, das rote Kackviech. Ne, ich will aber das andere Kackviech nehmen, deswegen. Oh nee, nicht der. Ja, doch. Rip. Deswegen hole ich mir jetzt meinen Ryan. Den kennt Bennett auch ganz gut. Ne, den Ryan, doch, den hab ich nicht. Hat er mir bei Karakuri auch manchmal die Fresse gegeben? Ich hasse ihn! Ja, wir überleben doch. Achso, Nico, du kannst übrigens eine Zauber- und eine Fallenkarte negaten. Was? Wieso kann ich den Effekt vom Chronocall da nicht aktivieren? Ach, ich kann es nur in der Battlefest aktivieren. Nein! Wieso kannst du was annullieren? Mit meinen Pendelzonen. Ja, das habe ich schon gemerkt, aber. Ja, wollte ich dir nur sagen, falls du es. Das ist dumm. Ich wollte dir nur mal erklären, was dieses DDD-Deck alles so kann. Mann! Nico macht einfach alles kaputt. Ich mach nicht kaputt, ich mach Sachen. Kaputt, richtig. Ja. Oh, Endphase. Endphase and Pass. Okay. Endphase! Okay. Ah, mit dem Buster Dragon kann man nicht direkt angreifen. Oh. Ja, verdient. Wieso? Mein Alexander kann das. Ja, hab ich auch schon. Der kann das. Der kann das ganz gut. Okay, Christian, ich setze jetzt auf dich. Du hast 5 Handkarten oder so. 6 Stück. Ich darf keinen Rosendrachen spielen. Oh, der wäre jetzt super. Oh, hier, du kannst sogar ihn benutzen für irgendwas. Ja, der hat einen Rang. Was soll ich mit dem Scheiß? Ja, der kriegt Material. Falle, schon eine Falle. Gib her. Give it to me.
Warum Monster? Ich habe alle Karten, alle Fallen bis auf fast alle gesearched. Ich habe nur, ich glaube, 3 Fallen drin. Das ist ja lächerlich. Ich habe ziemlich viel Fallen, aber die meisten davon... Aber auch eine Zauberkarte hätte uns was gebracht. Was kann eigentlich King Alexander? Oh, der kriegt 3000 ATK, wenn ich 3 oder mehr Monster, DDD-Monster auf dem Feld habe. Du hast nur DD-Monster auf dem Feld. Denk dran, dass du den Rasa in die Extra-Deck-Zone beschwörst, damit wir ganz viel aus dem Deck holen können. Und wenn du willst, kannst du den Time Thief auch verbannen, damit du auch mehr aus dem Deck splashen kannst. Ja, das ist eine gute Idee. So. Und ich kann noch ein DD-Monster-Special sammeln. Verbann ihn ruhig, wenn du willst. Oh, oder du aktivierst erst den Hack, damit er stärker wird noch. Ach. Okay, dann nicht. Kriegen wir ein Monster halt weniger. Ist irgendein Synchro-Monster drin, was das Feld sprengt, außer dem Rosendrachen? Ich glaube nicht. Ich. Ja, ach komm. Oh, den mag ich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was hinkriege. Nein, nee, wir haben doch erst keinen Tuner. Stimmt. Der warum, darf dem, warum darf ich mit den Chunks wieder nicht synchronisieren? Darf ich verstehe nicht. Das nicht. Es ist dir nicht erlaubt. Steht das einfach da vielleicht? Nein. You cannot special summon monsters from the extra deck except synchro monsters. Ja. Turn your activate this effect. Hm. Cool. Ja, aber. Aber. Ja, komm. Warum dürfen wir dann da nicht synchronisieren? Das ich weiß dumm. Es nicht. Ich habe jede Stufe in einem Kackdeck. Ja. When using this card, the synchro material for the synchro summon for monster other than World Warrior, you reduce this card's level by 2. Komm, hau ab. Vielleicht kann ich da was machen. Ja, bestimmt blockiert er dich. Ja. Bestimmt. Vielleicht geht mit dem was. Hast du direkt noch angegriffen? Nein, ich kann mir noch nichts tun. Cool. Auch kein Platz mehr für das Existlich. GG. Scheiße. Der Geil ist wieder einfach verbannt. Cool. Ne, der ist jetzt im Friedhof. Manche. So. Das hat sich ja jetzt gelohnt. Ich verstehe gar nichts. Ich hasse Synkodex. Ich verstehe aber auch nicht, wieso das nicht funktioniert. Kann das jemand in die Kommentare schreiben? Falls ihr es wisst, könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben, ja. Scheiße. Was hast du getan? Ich hab nicht auf Activate geklickt, aber das ist eigentlich auch egal. Bei was denn? Ist egal. Ich hätte Leonie das beschwören können, einfach, weißt du, aber egal. Okay. Falls du übrigens irgendwie Stufe 3 Bots brauchen willst, kannst du die linke Falle aktivieren, wenn du Bock hast. Ja, wollte ich eigentlich gerade nicht. Da, mit dem Steam-Synchron müsste ich sogar in eurem Mainface synchronisieren können. Dann kann ich auf Stufe 8 gehen. Aber wenn du nicht mal deiner Mainface synchronisieren kannst, wieso sollst du es dann in unserer können? Es gibt halt echt keinen Sinn, dass wir in Stufe 8er machen können mit den beiden. Kann weder bei euch noch bei mir. Was braucht man für den Stufe 8er? Wie ist er denn? Mein, da ist er. Mann. Lass mich doch mal kurz nachgucken, was er braucht. Ja, passt schon. Nee, wieso, was braucht er denn? Vielleicht braucht er einen speziellen Synchron und mit dem geht's dann nicht. Ja, okay, den 8 geht ihn nicht, aber den 10er konnte ich auch nicht holen vorhin. Ja, brauchst du dafür mehrere Empfänger? Ne, ein Tuner und einen Non-Tuner Synchro-Monster. Chunkspeeder ist ein oder mehr Synchro-Monster. Ja, ein oder mehr. Ja, aber da kannst du nicht mehrere. Ein oder mehr? Ja, okay, Chunkspeeder ist der Nicht-Tuner. Und Quickdraw-Synchron ist der Tuner. Das ist so lächerlich, dieses Feld. Wollen wir einfach die Extra-Zone jetzt gar nicht mehr benutzen? Mit dem hat mir so wehgetan, die benutze ich nie wieder. Aus. Ich habe jetzt übrigens 6000 ATK. Wenn wir den Mastul Fee gespielt hätten. Ja, da wäre es halt niemals so gegangen. Gewesen. Minimal lächerlich. Denk an den durchschlagenden Kampfschaden und dass du mit den Masterblätter nicht direkt angreifen kannst. Wir haben hier verloren jetzt. Welcher durchschlagender der. Mein Fusionsmonster. Okay, dann darf ich jetzt nochmal mit Nico. Yay. Wow. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Das passt, es geht noch eine Runde.
Vielleicht cut er so zwei Teile. Wie lange gucken wir Nico schon zu? Wie lange gucken wir Nico schon zu? Ja, Nico braucht so lange, ich mach zwar viel, aber schnell.